rufe ich jetzt auf. Das Wort wird gewünscht. Herr Kruse, Sie bekommen es für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, zunächst herzlichen Dank für diese wirklich würdevollen Worte. Meine Damen und Herren, seit Wochen staunt die ganze Stadt über die maximale Überforderung dieses rot-grünen Senats bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Es gibt abseits dessen aber noch ein weiteres wichtiges Feld, in dem Rot-Grün versagt. Die Bewältigung der Folgen der Schifffahrtskrise und die Sicherung der Zukunft der maritimen Wirtschaft in Hamburg. Rot-Grün stolpert durch seine Beteiligung, dass es kracht. Ob HSH Nordbank, ob Hapag-Lloyd oder Hala. Nirgends macht der Senat eine glückliche Figur. Das Einzige, was bei Rot-Grün mit neuen Stellen auf Hochtouren läuft, ist das Kaschieren eigener Fehler durch lautstarke Öffentlichkeitsarbeit. Damit werden Sie die Hamburger aber nicht über die ungelösten Probleme dieser Stadt hinwegtäuschen können. So etwa bei der Eckpunktevereinbarung in Sachen HSH Nordbank. Sie haben sich hier für teures Geld Zeit gekauft. Sie verwandeln drohende Ausfälle der Zukunft in echte Schulden von heute. So weit, so schlecht. Dafür erhält die Stadt weniger Garantiegebühren. Für diese weiteren Stützungsmaßnahmen hat die EU-Kommission dem Senat allerdings eine Auflage gemacht. Er muss die Landesbank privatisieren, und zwar ziemlich schnell. Es rächt sich jetzt also, dass der SPD-Senat dieses Szenario, das wir stets gefordert haben, nie ernsthaft geplant hat. Sie sind überrumpelt. Sie sind überrumpelt. Und nicht nur das. Der Kardinalfehler dieser EU-Verhandlung bleibt die Absenkung der Ländergarantien. Wer braucht die Bank? Ja, diese Frage sollen Sie beantworten. Der Kardinalfehler ist die Absenkung der Ländergarantien von 10 auf 7 Milliarden, die uns der alte SPD-Senat eingebrockt hat. Herr Tjax, das haben selbst Sie in Ihren Pressemitteilungen damals erklärt. Also sollten Sie jetzt still sein. Die Bank erklärt, dies in Rücksprache mit den Ländern getan zu haben. Und Herr Tschentscher, die werden nicht beim Hausmeister der Finanzbehörde angerufen haben. Wir fordern Sie deshalb hier und heute auf. Hören Sie endlich auf, den Menschen in Hamburg Sand in die Augen zu streuen. Sie haben kein einziges Problem in dieser Krise gelöst, sondern nur mit Steuergeld etwas Zeit gekauft. Meine Damen und Herren, die größte Katastrophe, die nun eintreten kann, ist, dass die Länder jetzt die Garantien erhöhen und die Bank in 2,5 Jahren trotzdem abgewickelt werden muss. Herr Tschentscher, wir werden Sie an Ihren Verkaufserfolgen messen. Aber wir haben angesichts vieler negativer Erfahrungen kein Vertrauen darin, dass Sie diese Aufgabe gelöst kriegen. Denn auch bei Hapag-Lloyd zeigen Sie ja gerade, wie orientierungslos Sie in Sachen Staatsbeteiligungen sind. Ich habe einfach mal Ihre Drucksache gelesen zu Hapag-Lloyd aus 2014. Was erzählen Sie uns denn da? Zitat: Zur Beschaffung der weiteren 370 Millionen Euro soll im Zeitraum zwischen 1. März und 31. Dezember 2015 ein Börsengang durchgeführt werden, für den ein Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden soll. Zitat Ende. Und was passiert jetzt? Die Aktionäre Kühne und Luksic kaufen nun doch für 60 Millionen Dollar weitere Aktien. Aber es kommt sogar noch besser. Sie schreiben, Zitat: Gelingt der Börsengang nicht im vorhergesehenen Zeitraum, etwa wegen eines ungünstigen Marktumfeldes, soll er in den darauffolgenden 12 Monaten stattfinden. Zitat Ende. Liebe Senatsvertreter, Sie hätten genug Zeit für einen ausgegorenen Börsengang gehabt. Jetzt aber besteht überhaupt kein Zweifel an einem schlechten Marktumfeld. Der äußerst holprige Börsengang von Hapag-Lloyd hat dies untermauert. Rot-Grün und vor allem Bürgermeister und Finanzsenator haben so leider bewiesen, Sie sind orientierungslos in Ihrer Beteiligungsstrategie. Letzte Woche im Ausschuss, Herr Tjax, Sie haben ja gefehlt, da hieß es lapidar, dass man beim Börsengang einen Discount gewähren müsse. Einen Discount. Herr Bürgermeister, Herr Finanzsenator, ein Discount von 50% ist das Eingeständnis Ihres politischen Versagens. Statt des berühmten Satzes "I want my money back" lösen Sie hier ein Worst-Case-Szenario aus. Das der Millionenvernichtung von HSH bis Hapag, womöglich sogar der Milliardenvernichtung. Und trotzdem verkünden Sie, Herr Tschentscher, im Ausschuss auf meine Nachfrage, dass Sie die Kosten für die Anteile plus die Finanzierungskosten wieder reinholen wollen. Das ist rot-grüne Realitätsverweigerung, das ist Politik zum Schaden Hamburgs und das ist nach der Flüchtlingskrise eine Zukunftskrise für Hamburg, die Sie und nur Sie zu verantworten haben.